Information der Kollegen. Carsten Ramelow auch eine Knieverletzung. Wenn man kein Glück hat, dann kommt eben Pech dazu. Sagnol wieder da. Juan jetzt mit einigen Unsicherheiten. Balak muss über Kalushny. Roy Mackay. Teroberto. Lucic. Moment, spielt nur der FC Bayern. Leverkusen sucht verzweifelt Anschluss an die erste Halbzeit. Deswegen ist es auch nicht ein so gutes Spiel wie im ersten Durchgang, weil nur eine Mannschaft im Moment hier auf Leistungskurs ist. Teroberto. Balic. Schauen Sie, jetzt allein bei diesem Einwurf, wie lange das dauert, nicht weil er nicht möchte, sondern weil sich keiner zeigt. Und das ist das untrüglichste Anzeichen dafür, dass es im Moment im Kopf am Selbstbewusstsein hapert. Wo ist jetzt hier ein Kopf, wo ist eine Leitfigur im Spiel? Tut immer noch weh. Bernd Schneider wäre natürlich einer, der hier ein bisschen mal die Zügel in die Hand nehmen könnte, müsste. Aber der hatte auch erst zuletzt in Hamburg wieder ansteigende Tendenz. Es fallen die Bälle auch in Richtung der Weißen. Santa Cruz. Hargreaves, sie haben Zeit, sie haben Platz. Salihamidžić, von dem wenig zu sehen war, das spricht für Balic und für Fritz, den gut beschäftigt und hinten, um im Jargon von einer Karte zu bleiben, festgenagelt haben. Und jetzt machen die Leverkusener das, was man gegen einen Gegner wie die Bayern nicht machen kann. Sie produzieren Fehler. Und das in Serie. Balak abgefälscht, er ist drin. Das Ganze läuft jetzt eindeutig in eine Richtung. Michael Balak gegen seine alten Kameraden. 58. Minute, 2:0. Schauen Sie hier, Lucic, Placente, unfassbar. Und das vor dem eigenen Strafraum. Und dann lassen Sie Schweinsteiger gewähren und dann auch noch Hargreaves. Und dann Balak, schauen Sie, wie viel Platz der hat. Und dann wird der Ball abgefälscht von Lucic. Das ist eben das Pech, was dann noch zu den Unzulänglichkeiten hinzukommt. Überhaupt keine Chance für Bund, weil dieser Ball eben diese Parabel da fast macht. 2:0. Michael Balaks sechstes Saisontor. Schon im Hinspiel hat er ja getroffen beim 3:3. Und jetzt wird, sagen wir es vorsichtig, richtig schwer für Bayer Leverkusen. Meter etwa. Schneider. Zu guten Zeiten konnte er das. Auch heute. Aber Kahn. In der Ecke ist er ja auch besser. Links. Wobei der schwerer zu halten war als. Okay, lassen wir das. Eckball. Schneider. Zweite Ecke. Lang, lang ist es her seit der ersten.
Gleich eine Stunde gespielt. Bayern jetzt hier eindeutig einmal aus. Hier noch einmal der abgefälschte Ball. Schaut ihr, da kann ein Torhüter gar nichts machen. Und das hier ist eine exklusive Premiere-Kamera. Und da sehen Sie es genau, wie das Ding einschlägt. Die beiden Torschützen, Klaus Augenthaler weiß, jetzt kann er von außen nur noch ganz wenig machen. Tio Roberto, oh, mit Absatzkick. Jetzt führen sie vor. Hargreaves, Ballack. Körpersprache, Technik, Tio Roberto im Abseits. Augenthaler macht das Letzte jetzt gleich, was er tun kann. Er wechselt noch einmal, er steht bereit. Oliver Neville. Formschwach. Zuletzt auch kein Torjäger im engeren Sinne. Suan. Hier, der nächste Fehlpass. Suan vielleicht einer der großen Verlierer der letzten Wochen. Walzer. Placente, Franza, immerhin gut gespielt noch. Birovka, wenn er jetzt ein Tor macht, bleibt er drin, sonst geht er für Neville. Franza von Bayern Kufur, gut gemacht. Noch besser von K. Der will ja das Spiel in Madrid alleine gewinnen. Aber im Moment pumpt er sich erstmal auf dafür. Vielleicht geht es für Leverkusen vornehmlich jetzt auch mal darum, Schadensbegrenzung zu betreiben. Kovac problemlos gegen Berbatov. Jetzt der Wechsel. Birovka geht. Neville kommt. Augenthaler hat sein Blatt ausgereizt. Ganz leise kommt es nur noch von den Ringen dann. Stadionsprecher, ja, war für mich abseits eben Schneider. Stadionsprecher möchte das alte Spiel machen, nur den Vornamen. Und dann kommt es mit Urgewalt von den Ringen. Ganz leise kann nur Neville. So ist die Situation halt jetzt. Bayern werden jetzt auch nicht gefordert. Ist im Moment dann der ideale Aufbaugegner für Madrid. Noch einmal. Wirklich, weil es die Mannschaft genug Knüppeldick gekriegt hat. Also Lucio. Man muss ihn ja nicht gleich zum Weltbesten machen, aber ein überragender Innenverteidiger, ein Führungsspieler nicht dabei. Ponte, der die entscheidenden Pässe immer gespielt hat, als es bei Leverkusen gut ging, nicht mehr dabei, weil verletzt. Und das seit Wochen. Bastürk, auch einer fürs Kreative, nicht dabei. Neville, wie lästige Fliegen, schütteln sie sich jetzt ab. Franza, Franza. Eieiei, Kalusche. Das Ganze heißt dann mangelnde Spielpraxis. Und wenn es ein Foul war, muss es gelb geben. Ja, Fantl sagt, okay, unbeabsichtigt die Wege gekreuzt. Denn Mackay war unterwegs, um Unheil anzurichten. Hier, noch einmal. Kalusches Fehlpass und dann geht er hinterher. Und, naja, buchen wir es ab und der clever gemacht.
Gelegenheit für die Bayern jetzt auch zu wechseln. Sagnol muss raus. Hoffentlich ist es nur eine Armprellung und nicht mehr. Denn den Franzosen braucht es. In der Form sowieso am Mittwoch. Jetzt Jeremis kommt. Der Gelegenheit kriegt Rudi Völler vorzuspielen auch. Lange, lange verletzt. Nicht mehr richtig rangekommen. Jetzt Ballack. Das sind nie und immer 9 Meter. Oh lala, die brauchte er fast nicht. Butt war ziemlich paralysiert auf der Linie. Jens Jeremis im Übrigen, herzlichen Glückwunsch im Nachhinein, gestern 30 Jahre alt geworden. Hargreaves, so wie es aussieht, übernimmt da hinten die rechte Abwehrseite. Jeremis im defensiven Mittelfeld dafür auf die bisherige Hargreaves-Position. Ballack, Mann haben die Platz, Mann haben die Platz. Kulcic fault Ballack. Bricht Leverkusen jetzt auseinander. Das Ganze wirkt sowas von deprimiert im Moment. Die Fans verstummt. Und zu spielen sind hier noch mehr als 25 Minuten. Bayern trainieren ein bisschen die Freistöße. Auch das könnte in Madrid wichtig sein. Im ersten Ceroberto nicht verwandelt, dann Ballack zweimal, jetzt glaube ich wieder Ceroberto. Nee, doch wieder Ballack. Eieieiei. Einmal knapp drüber, einmal knapp vorbei. Mit Ansage, dieser Ballverlust. Mit Ansage. Santa Cruz. Schweinsteiger, drüben ist Makai. Schweinsteiger. Jeremis. Sie schauen, wie das Kaninchen auf die Schlange da hinten, die Leverkusener. Fritz. Kaluschny. Neville. Placente, Franza hat Platz und Kahn und Berbatov, Neville nochmal Kahn, abseits. Es war abseits, aber die Parade von Kahn, also da ist er wieder. Und alle Titanen und Kahn King und King Kong und alle anderen, die das hier abseits eindeutig, die das immer ihm auf den Puckel gepackt haben, können wieder neue Superlative bemühen. Er ist einfach, und das ist nicht wenig, einer der weltbesten Torhüter. Aber immerhin, wieder mal eine dicke Chance. Könnte ein Ansatz sein für Leverkusen. Schweinsteiger. Mehr aus Placente rausholen, als er drin ist. Der will, ja, auf das Fauler Tages gewartet. Kurz zuvor hatte ihn der will abgeschüttelt. Anzeige. Hargreaves, Eckball. Und jetzt gibt es das, was ich auch so ein bisschen befürchtet hatte. Eine Meldung von aus dem Kabinentrakt von den Kollegen. Also bei Sagnol besteht der Verdacht auf eine gebrochene Elle. Doch, heute Abend wird geröntgt.
der will. Schwach. Makai, jetzt hat er mal geguckt, wer ist denn noch da? Da hinten ist Balic. Ja, Makai wartet. Auf Jeremis. Und der wartet links auf Salihamidžić. Und Salihamidžić geht. Aber die Idee war gar nicht schlecht. Weder Makai noch Santa Cruz waren da hingegangen, wo es sie jetzt gebraucht hätte. Den Konter, das sprach ja Ottmar Hitzfeld bei Halbzeit an, hätten sie ein bisschen anders fahren können bis zum Ende. Schneider. Neville. Auf Kahn. Mittlerweile dürfen sich die Bayern aber dann doch schon mal fragen, das da hinten. Also ganz als Jojo-Spielchen hier das Ganze angehen, das könnte dann doch noch irgendwann ins Auge gehen. 70 Minuten gespielt, ein bisschen mehr. Also 20 haben wir hier noch. Diese doch ein bisschen überhebliche Einstellung. Lasch zumindest. Haben die Leverkusener nicht auszunutzen vermocht. Hatten ihre zwei, drei Gelegenheiten nehmen. Aber er kommt natürlich im Kopf. Ein bisschen Kräfte sparen. Kein Verletzungsrisiko mehr eingehen. Die Spieler haben gesehen, Saniolo hat sich wehgetan. Man möchte dann doch schon mitmachen können am Mittwoch. Schweinsteiger, Ballack. Auch das zulässig ein bisschen. Schweinsteiger in der Form im Mittelfeld tut Michael Ballack. Eieiei, der nächste Fehlpass von Placente. Tut Ballack spürbar gut. Schweinsteiger, Schweinsteiger. Lucic. Placente spielt diesen Ball nur noch auf einem Meter Entfernung quer. Neville. Lucic. Naja, sind die verunsichert. Fritz, linker Fuß. Versuch aller Ehrenwert. Aber auch da wieder. Bayern lassen sie spielen. Bleiben jetzt immer im gesunden Abstand. Weg vom Mann. Kalusny. Neville. Kalusny. Balic. Jetzt geht Fandl nach draußen, weil der vierte Mann hier unten, Carsten Kadach, etwas zu monieren hatte. Oder, ja, ich habe vorhin mal Schiedsrichter Fandl sich dehnen sehen, unten an der Wade, glaube ich, hier im Mittelkreis. Und dann hat er auf die Uhr geguckt, hat gesehen, noch 20 Minuten. Auch das gibt es. Müsste eigentlich das Zeichen für den Mann, die im dunklen Trainingsanzug, den wir auch gleich sehen werden, hier sein, sich warm zu laufen, Carsten Kadach. Ja, Fandl hält fürs Erste durch. Franza. Placente. Juan. Miss Ballack, zu nachlässig, Schneider, Franza und Salihamidžić. Und er geht nicht ins Aus und deshalb hat Schweinsteiger viel Platz.
Schweinsteiger. Ja, jetzt versucht er einen Beinschuss gegen einen brasilianischen Nationalspieler. War aber noch in Bewegung. Gut, das halfen auch keine Kollegen. Aber dennoch, diese Scherze, die sieht Ottmar Hitzfeld nun gar nicht gern bei einem jungen Mann, dem Schweinsteiger. Das Ende. Der will. Ja, aus dem Fußgelenk, Ballack. Und da kennt man inzwischen die Laufwege. Makai, das funktioniert dann fast blind. Hargreaves. Makai, Hargreaves. Von Roque Santa Cruz. Mittlerweile fast nichts mehr zu sehen. Diese Einmannshow im Münchner Sturm. Da Santa Cruz jetzt. Vielleicht straft er uns alle Lügen. Freistoß immerhin. Diese Einmannshow. Makai ist für eine Mannschaft mit den internationalen Ansprüchen ein bisschen wenig. Steiger. Makai. Ei. 3:0. 77. Minute. Das ist eine Tormaschine auf zwei Beinen. Und entwickelt sich jetzt zum Kopfballungeheuer. Ja. Vier Mann sind da hinten. Keiner ist richtig bei ihm dran. Juan lässt sich übertölpeln wie ein Anfänger. Und das auf seiner Lieblingsposition in der Innenverteidigung. Und da ist dann gar nichts zu machen. Roy Makai Festspiele in der Bayer Arena. Er macht sein 50. 50, na, das wird noch ein bisschen dauern. Aber sein 15. macht er. Sein Partner, der kein richtiger Partner war. Roque Santa Cruz ist draußen und bei Pizarro hält der Knöchel offenbar für 13, 14 Minuten. Und er wird alles dafür tun, jetzt zu zeigen, dass nur er neben Makai spielen kann am Mittwoch. 3:0. Das Ganze jetzt unter Wert für Leverkusen. Sie haben eine gute erste Halbzeit gespielt, dann haben sie das Gegentor kassiert. Daran hatten sie zu knabbern. Dann kam zu den Fehlenden die Verletzten dazu. Heute die neu und frisch Verletzten. Bayern nutze seine paar Möglichkeiten. Und so sieht das dann aus. Freistoß im Übrigen von Schweinsteiger, auch gut für ihn. Makai, Ball nicht ihm aus. Hat noch Lust. Roberto, Ballack. Ui, jetzt ist es eine Vorführung. Und der einzige hier Nicht-Münchner, der froh sein wird, wenn die Bayern die Leverkusener so weit hinten in die Abwehr drängen und auf kleinerem Platz gespielt wird hier sozusagen, ist Schiedsrichter Fandl. Denn der kann kaum mehr laufen. Unsere Hausärzte haben schnell nachgefragt. Also ein Krampf soll es sein, der sich einfach nicht lösen will. Große Probleme mit Fandl, was das Spiel angeht, nicht gestellt. Also abgesehen vom Läuferischen. Weil es hier nichts mehr zu beweisen gibt im Moment. Dazu sind die Verhältnisse dann doch zu klar.
Sputt von Suan merkwürdig angespielt. Balak, Makai. Das riecht noch nach mehr, wenn das so weitergeht und die Leverkusener jetzt nicht die Schotten dicht machen. Dann könnte hier doch eine Haufen Porzellan auch noch zerschlagen werden. Fritz. Von einem Spieler in dem Alter kann ich nicht verlangen, mit der wenigen Erfahrung auf hohem, ganz hohem Niveau, dass er durchhält. Balic geht hier gegen C. Roberto ziemlich rüde zu Werke und kriegt die Gelbe. Frust hilft nicht und Frustfouls schon gar nicht. Oh, der erwischt ihn da unten am Sprunggelenk. Nicht im Sinne des deutschen Fußballs auf internationaler Ebene. Weiß auch, was er angerichtet hat. Aber eben Balic und Fritz, die rechte Seite in der ersten Halbzeit über mehr als eine halbe Stunde. Auffällig, hervorragend gespielt. Aber wenn es dann eng wird, ich kann von so jungen Spielern, kann man nicht verlangen, dass sie dann hier das Schiff über Wasser halten. Hargreaves, auch eine Variante. Schweinsteiger macht ein wirklich gutes Spiel. C. Roberto kann wieder, vielleicht eine ganz wesentliche Erkenntnis jetzt für die Bayern. Jeremies. Kufo gegen Franza. Zum Spielbeginn war das Stadion ausverkauft. Jetzt sind hier viele, viele Lücken zu sehen. Viele Zuschauer sind abmarschiert. C. Roberto wird jetzt in Ruhe gepflegt, damit man gar kein Risiko eingeht. Es steht 3:0. C. Roberto hat vor allem auch in der ersten Halbzeit, als es nur darum ging, Zweikämpfe zu gewinnen, durchaus Zeichen gesetzt. Viel für sich und sein Renommee getan. Und für ihn kommt mit der Nummer 34 ein bisschen Wechsel auf die Zukunft bei den Bayern. 19 Jahre alt, Piotr Trochowski aus der eigenen Jugend bei den Amateuren, Hamburger Junge. Sitzriese mit 1,68 und gilt als überragendes Talent. Von seiner Schusstechnik schwärmt auch Oliver Kahn. Pizarro, Schweinsteiger, Schweinsteiger, Fritz. Kovac. Der Sicherheit ausstrahlt, ebenso wie Kufur. War ja nicht immer so bei den Bayern. Müssen nicht genau auf die Schals gucken. Also das sind die Bayern-Fans hier natürlich, die ihren Spaß haben. Und die Leverkusen, da gibt es nichts zu singen. Und die sind auch schon auf dem Nachhauseweg. Salihamidžić.
Kalmund konnte das Ganze nicht mehr mit ansehen. Ist schon in der Kabine unten. Und Rudi Völler hat gesehen, dass Jens Nowotny, wenn er denn gesund ist, noch nicht abzuschreiben ist. Und dass Oliver Kahn so schnell für ihn noch kein Thema wird, wo er grübeln müsste, Lehmann oder Kahn. Er hat sich festgelegt und das wäre auch noch schöner, wenn man einen Torhüter wie Oliver Kahn bei allem, was man bei ihm auch mal kritisch anmerken darf, wenn ein solcher Torhüter nach einem Fehler wie dem gegen Real Madrid dann in die Diskussion gerät. Fritz. Schön gemacht, bis auf den Abschluss. Also an dem werden Sie noch Freude haben hier in Leverkusen, wenn Sie denn überhaupt noch Freude haben werden. Klaus Augenthaler weiß, das Spiel war eigentlich rum nach dem 0:1. Aber nicht, weil die Mannschaft dann sich aufgegeben hätte, sondern weil die Aufgabe dann in der Besetzung einfach zu schwer wurde. Vor dem Spiel war es eine Luxusgeschichte gegen den FC Bayern, sich aus der Krise rausschießen. Wenn das aber dann nicht gelingt und das Spiel dann so läuft wie dieses, gut, da hat man wenigstens das Argument, hey, das waren die Bayern. Neville. Pizarro vor Juan. Der weiß gar nicht, was er machen soll. Und Bakay macht Lukic lächerlich. Trochowski. Trochowski, jetzt noch ein Tor von dem Jugendspieler. Gut. Und es sieht so aus, als fehlten den Leverkusen auch die Alternativen. Man muss sich ja nicht auf einen Lucic einschießen. Aber sich so düpieren lassen hier, das geht nicht. Die würde ich da verzinken. Außer Auge können alle gehen. Bakay. Na, er wird sich bedanken. Und ich fand es bemerkenswert und ich fand es auch enorm richtig, dass aus der Leverkusener Führung dann ganz schnell hier ein Zahn gezogen wurde. Also es wird längst mit Klaus Augenthaler über eine Vertragsverlängerung gesprochen. Es gibt keineswegs das Jungteam, wenn ihr internationales Geschäft verpasst werden sollte, dass sein Vertrag dann eben nicht verlängert würde. Nur es wird langsam eng. Die Schalker marschieren. Bei den Bochumern muss man gucken, wie sie das in der Vereinstheater überstehen. Nach dem Abgleiten in einen Fight Club. Aber da sind Mannschaften, die durchaus ins internationale Geschäft drängen. Und im Umkehrschluss Leverkusen rausdrängen. Ecke Leverkusen. Nummer 4. Wer will? Gut und Kahn. Hey, da gibt es noch was zum Fliegen auch. Wunderbarer Schuss von Oliver de Will. Ja. Klasse Schusstechnik. Jetzt. Die Abwehr von Jeremis und jetzt zieht er auf und zieht ab und Kufo sagt, komm, dafür haben wir den Weltbesten, der muss noch mal ran und jetzt ist er überwunden, weil niemand so richtig zu Schneider hinging. Und jetzt ist er bedient. Zweimal riesig pariert. Hier, nochmal die Ecke. Franza, den hält er. So, und jetzt reagiert niemand, Schweinsteiger gar nicht.
Und dann ist es, glaube ich, ein Eigentor, ja. Salihamidžić, wenn ich nicht irre. Und jetzt ist das Spiel rum. 3:1, immerhin mit einem kleinen positiven Paukenschlägchen beenden die Leverkusener dieses Spiel, das Tor von Schneider in allerletzter Sekunde. In der ersten Halbzeit ein überdurchschnittliches gutes Fußballspiel. Bayer kombinierte auf hohem Niveau, hatte Chancen, kassierte dann so knapp vor der 40. das Gegentor. Makai, wer sonst machte das Tor? Er machte das zweite. Ballack, er machte das dritte. Ballack machte das zweite. In der zweiten Halbzeit Leverkusen fand nie mehr zu dieser Leistung der ersten Hälfte. Dann musste Nowotny raus, Ramelow musste raus. Also, die Tore haben dem Spiel dann keineswegs gut getan. Bayer war nicht auf dem Platz. Und die Bayern hatten es ganz einfach. Und ich habe vorhin mehrfach auf Real Madrid hingewiesen. Aber auch die Bundesliga geht ja fröhlich weiter. Die Bayern jedenfalls haben heute gezeigt, wenn sich eine Chance bietet, noch mal den Titel zu verteidigen, dann sind sie offenbar bereit und in der Lage zuzupacken. Und das ist jetzt die Botschaft an die Bremer, die morgen in München bei 60 anzutreten haben. Am Ende ein souveräner, ein eindeutiger 3:1-Sieg für die Bayern, die auch Mut und Kraft getankt haben. Denn viel mussten sie hier nicht einsetzen, übermäßig viel für das Rückspiel bei Real Madrid. Bernd Schneider ist bei uns, der Torschütze zum 1:3. Bernd Schneider, es hat ein bisschen gedauert. Dann war dieser Oliver Kahn doch noch zu überwinden. Vielleicht ganz kurz einen Satz zum Tor. Ja, okay. War abgefälscht, Prall zurück und mir genau vor die Füße. Und ich glaube, der Ball war auch noch ab. 32 Pflichtspiele für den FC Bayern und jetzt schon 23 Tore. Die Fragen könnte man jedes Mal wieder stellen, wie sie das machen. Aber ich frage heute mal, hat sie möglicherweise diese erste vergebene Kopfballchance, als sie auf einmal völlig frei waren, hat sie die motiviert, die zweite erst recht reinzumachen? Nein, der erste war nicht einfach. Der Butt kam raus, dann ging er wieder zurück. Da wusste ich nicht, ob ich, der Ball war auch da. Und dann habe ich gesagt, Gott, Tor zu kopfen war nicht gut. Und, aber ich denke im Generell, wir waren souverän hier. Und normalerweise muss ich hier noch mehrere Tore machen. Ja, waren Sie überrascht, dass Bayer Leverkusen so nachgelassen hat im zweiten Durchgang? Na, ich meine, jeder weiß, wie der Bayer der Rückrunde angefangen ist. Haben nur einen Punkt erreicht, dann wusste ich, da muss man hier Druck machen, sich schwer machen. Dann sind wir mit 1:0 in die Halbzeit gegangen und da habe der Trainer gesagt, da muss man versuchen, schneller ein zweites zu machen. Und dann weiß man, dann ist für die Bayer die Moral weg. Und das haben wir mal gesehen, wie ich schon gesagt. Nachher mussten wir eigentlich noch mehrere Tore machen und auch schade, dass wir am Ende noch eine bekommen. Das war nach langer Zeit aber wieder eine richtig überzeugende Vorstellung der Bayern auswärts in der Bundesliga. Gibt das jetzt möglicherweise das entscheidende Selbstvertrauen vor dem Spiel bei Real Madrid? Hoffentlich ist es immer gut, wenn man mit 3 Punkten zu so ein wichtiges Spiel geht und überall, wie wir heute gespielt haben. Und ich hoffe, dass wir das am Mittwoch wieder zeigen können. Hat die Mannschaft dieses Spiel irgendwo schon im Kopf gehabt, das Spiel bei Real Madrid? Nein, überhaupt nicht, weil hat man gesehen, wir haben gekämpft wie die letzte Minute, alle Kraft rausgelassen. Und wie schon gesagt, wir haben jetzt 4 Tage für Mittwoch. Das reicht, um uns gut zu erholen. Hilft es da zu sehen, dass auch der Torhüter wieder in Form ist, dass Oliver Kahn zu seiner alten Verfassung zurückgefunden hat? Ja, aber Oli macht schon generell schon ein gutes Jahr. Und er hat klar, jeder weiß, was passiert gegen Madrid. Dann hat er gegen Wolfsburg gezeigt, dass es nicht wieder passiert. Und heute hat am Ende nochmal eine gute Parade gehabt. Und wir machen uns gar keine Gedanken über Oli, weil wir wissen, dass wir einen der besten Tore der Welt hinter uns stehen haben. Danke, Roy Makaay. Viel Glück in Madrid. Und am nächsten Samstag, da werden diese Fans ihre Mannschaft auch wieder feiern wollen. Da geht es zu Hause gegen Rostock. Die Leverkusener haben wieder auch ein Heimspiel gegen Wolfsburg. Und langsam wird es eng hier für Bayer, wenn man das internationale Geschäft will. Wieder zurück will in dieses internationale Geschäft. Am Mittwoch, da sind sie erst, ich denke, wie sie auch zu Hause, Zuschauer, die Leverkusener. Da gibt es den großen Showdown in Madrid. Fan, er schon seit Kindheitstagen ist. Von einer Borussia, der siegreichen, zu einer anderen Borussia, die nicht ganz so glücklich ist. Kai Dittmann. Real Madrid. Real gegen Bayern. FC Bayern. Live bei Premiere. Neues aus Madrid. David Superstar Beckham ist der erste Fußballer der Welt mit eigenem Logo. Wie sein Freistoß, so sein Zeichen. Man möchte ihm eine 6,0 als Haltungsnote geben. Im Spiel gegen die Bayern am Mittwoch sieht der British cool entgegen. You know,
Wir hatten es schon im Hinspiel nicht verdient zu verlieren. Jetzt sind wir da, wo wir hinwollten. In Madrid wird es sicher einfacher für uns. Ist das auch live? Real Madrid. Real gegen Bayern. FC Bayern. Live bei Premiere. Ich freue mich auf Chelsea. Chelsea gegen Stuttgart. Live und exklusiv bei Premiere. Wir sind immer noch in Leverkusen. Ja, Jens Nowotny, von der Champions League sind Sie weit entfernt. Beim Mittwoch können Sie zuschauen. Bei Premiere gibt es das Spiel der Bayern in Madrid mit Franz Beckenbauer und Bodo Ilgner als Studiogäste. Jetzt aber erstmal zum Spiel heute. Wie schlimm ist Ihre Verletzung? Was ist genau passiert? Ja, es war so eine Stauchung, sagen wir mal. Bin hochgesprungen, kam mit gestrecktem Bein runter und es hat im Kniemittel was gestaucht. Und ist natürlich dann aus Vorsicht, wenn man ein bisschen was spürt, dann geht man auch raus. Und ja, es hätte auch nichts gebracht. Hat das irgendwas mit den Kreuzbändern zu tun? Das ist natürlich die bange Frage, die sich anschließt. Nee, die Kreuzbänder, da ist überhaupt nichts passiert. Die stehen wie, ich sag mal, die letzten Monate auch. Insofern ist es einfach von der Sehne her und vielleicht ein bisschen Knochen auf Knochen gekommen. Insofern habe ich dann einen Schmerz verspürt und bin dann auch raus. Gibt es eine Prognose, wie lange Sie pausieren müssten? Nee, das ist jetzt noch zu früh. Ich denke auch, dass es eine relativ kurzfristige Sache gibt. Aber man darf natürlich im wahrsten Sinne des Wortes auch nichts übers Knie brechen. Sie sind rausgegangen, Jens Nowotny, beim Stand von 0:1. Ohne Fehler, von Rudi Völler gelobt worden bei uns zur Pause für Ihre Leistung heute. War das für Sie eine ganz besondere Partie, auch angesichts dessen, was